Bevor du Menschen anstellst, musst du dir die Frage stellen, hast du überhaupt genug Arbeit, dass du dir überhaupt jemanden leisten kannst? Und gibt es überhaupt genug Arbeit, dass jemand auch was anderes machen kann? Neues Glück, neues Video hier bei Love Life Passport und schön, dass du wieder einschaltest, egal ob du hier auf YouTube mit dabei bist oder auch bei IGTV auf Instagram. Falls du uns noch nicht folgst auf Instagram, dann auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Falls du uns noch nicht auf YouTube folgst, unbedingt mal da vorbeischauen. Ganz, ganz viele Travel-Videos und Co., die noch oben drauf sind auf dem YouTube-Kanal und. Sprechen wir heute über ein Thema, wo gar nicht so viele Leute drüber sprechen. Und zwar über das Thema Menschen anstellen. Also sprich Arbeitsplätze schaffen und tatsächlich Menschen in deine Firma zu holen, die dabei helfen, die Arbeitskraft nach vorne zu bringen. Also die Produktivität deiner Firma nach vorne zu bringen und Menschen zu finden, die an das Gleiche glauben und nach den gleichen Werten leben wie du selber. Und vor allen Dingen, wenn du noch nicht so das riesengroße Unternehmen bist mit Tausenden von Angestellten und Personalabteilungen und Co. und allem drum und dran, kann ich dir auf jeden Fall sagen, für uns als Startup-Unternehmen, wenn man das mal so noch nennen möchte, ist es tatsächlich eine ultra spannende Zeit, die ersten Angestellten zu haben. Denn dadurch, dass wir natürlich noch so klein sind, ich sag mal so um die 10 Menschen, um die 10 Partner, um die 10 Teammember, wie auch immer man das nennen möchte, Angestellte, ist es tatsächlich so, dass du natürlich mit jedem eine super, super persönliche Bindung findest und du natürlich mit jedem im täglichen Austausch bist, über WhatsApp, über Telefonie, über Konferenzen, also Online-Konferenzen und. Eine Sache möchte ich dazu sagen, die super, super wichtig ist, glaube ich. Und zwar, das geht vor allen Dingen an alle raus, die ein bisschen ähnlich denken wie ich, die sagen, naja, ich kann noch 18, 19 Stunden am Tag und ich ersetze einfach einen Angestellten und vielleicht bist du sogar gut in 2 Dinge gleichzeitig machen. Oder vielleicht hast du auch das Mindset, dass du sagst, naja, lieber arbeite ich doppelt so viel und spare lieber auf der anderen Seite einfach ein bisschen Geld. Die Wahrheit liegt da drin, dass wir können all das, was ich gerade gesagt habe, für eine gewisse Zeit, und das funktioniert für eine gewisse Zeit, jeder Unternehmer wird sich jetzt angesprochen fühlen, als du dein Unternehmen gestartet bist, bist du all in gegangen, 20 Stunden am Tag, gar kein Problem, morgens einfach oder nach 3-4 Stunden Schlaf wieder aufgestanden, wieder mit voller Energie und vollem Feuer einfach wieder in die Unternehmung rein und wieder am Gas geben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ihr Lieben, das funktioniert halt auch nur für eine gewisse Zeit. Das funktioniert nicht auf Dauer, das ist keine Lösung auf Dauer. Das heißt, wenn du irgendwann an den Punkt kommen möchtest, dass dein Unternehmen nach oben skaliert werden soll, was Umsatzzahlen und Effektivität angeht, dann ist es so, dass du Menschen brauchst, die in deinem Unternehmen für dich arbeiten. Und ich habe mich nie in der Position gesehen, dass ich irgendwann Menschen in unserem Unternehmen dafür bezahle, dass sie für uns arbeiten. Aber Fakt ist, dass es wirklich einer der wahrscheinlich, ich glaube, einer der coolsten Erfahrungen ist, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Denn ich muss wirklich sagen, dass es unglaublich viel Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mit den gleichen Werten leben, mit den gleichen Werten arbeiten, wie du es auch tust. Und du arbeitest mit ihm und feierst Erfolgserlebnisse und du schaust einfach, dass der Umsatz natürlich dementsprechend nach oben geht, dass du dir auch dementsprechende Angestellte auch leisten kannst. Und es macht einfach Spaß zu sehen, was passiert, wenn nicht nur einer die ganze Zeit am Kämpfen ist, sondern plötzlich 2 oder plötzlich 3 oder plötzlich 15, 20 und darüber hinaus. Und so skalierst du dein Unternehmen wahrscheinlich am schnellsten, indem du dir wirklich Menschen an Bord holst, die einfach gewisse Expertisen haben. Und diese Expertisen sind einfach wichtig. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht zum Thema, was sind die ersten 4 Menschen, die in deinem oder welche Aufgaben sollten die ersten 4 Angestellten in deinem Unternehmen haben. Ich verlinke euch das einmal. Das haben wir damals von Gary Vee übernommen, als wir im Januar bei ihm waren. Und das sind 4 Menschen, die du auf jeden Fall mit übernehmen solltest, die am Anfang dazu beitragen, dass dein Unternehmen so schnell es geht
skaliert werden kann. Ansonsten ist eine Sache wichtig, und zwar bevor du Menschen anstellst, musst du dir die Frage stellen, hast du überhaupt genug Arbeit, dass du dir überhaupt jemanden leisten kannst, und gibt es überhaupt genug Arbeit, dass jemand auch was anderes machen kann? Denn am Anfang jeder Unternehmung ist es natürlich so, dass du erstmal, du bist der Allrounder, du bist überall. Du machst hier Marketing, du machst ein bisschen hier, du machst ein bisschen da, du machst ein bisschen Buchführung, du machst ein bisschen hier, du machst im Prinzip alles am Anfang. Irgendwann ist es so, dass du schauen musst, und das sagt Gary zum Beispiel, Gary sagt, hey, pass auf, die Dinge, die du einfach nicht gut kannst oder die Dinge, die du nicht machen möchtest in deinem Unternehmen, wie zum Beispiel Buchführung. Wenn du in irgendeiner Art und Weise keinen Bock auf Buchführung hast, dann hol dir jemanden, der Buchführung macht. Und zwar jemand, der es gut macht und jemand, der darin aufgeht, einfach die Rechnungen zu sortieren und zu kalkulieren und zu machen und was auch immer. Dann hol dir jemanden, der das macht. Warum? Er schenkt oder sie schenkt dir Zeit, dass du dementsprechend arbeiten kannst. Wenn du es nicht hinbekommst, deine Termine zu strukturieren, wenn du es nicht hinbekommst, irgendwie vergisst irgendwie Termine die ganze Zeit oder irgendwas funktioniert nicht in deinem Rhythmus am Tag, dann hol dir einen Personal Assistant. Egal ob Frau oder Mann, beide gleich gut, hol dir jemanden, der einfach deinen Tag strukturiert, der deine Termine im Kopf hat, der deine E-Mails abarbeitet. Ich kenne jemanden, Dan Henry heißt der, der hat in seinem Buch geschrieben, er sagt, hey, wenn du deine E-Mails noch selber liest, dann hast du ein Problem. Ich stimme dem Ganzen nicht so ganz einher, weil ich sehr gerne meine E-Mails lese und weil da viele Kommunikationen einfach drin sind, die, wo ich involviert sein möchte innerhalb unserer Firma, unserer Unternehmung. Aber Fakt ist, der Grundgedanke, den er damit anspricht, der ist gar nicht so schlecht. Denn wenn du natürlich irgendwie die ganze Zeit dafür sorgst, innerhalb deinem Unternehmen zu delegieren und zu machen und zu tun, dann, und du alles beantwortest und immer alles bei dir zusammenläuft, was wäre, wenn es da Abteilungsköpfe geben würde, die sich darum kümmern, dass diese Dinge funktionieren und sie zu dir reporten und du tatsächlich einfach der Kopf der Schlange bist und dementsprechend das komplett managed und strategisch genau platzierst. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Denn es ist nicht immer so, dass das immer eine einfache Sache ist, sondern es ist eine Sache, die unglaublich viel Organisation mit sich bringt und natürlich auch Erfahrung mit sich bringt. Ich habe in den letzten 2-3 Jahren, Annika, auch unglaublich viel gelernt, was das angeht. Und wir sind jetzt an dem Punkt nach 2-3 Jahren, dass wir sagen, hey, pass auf, da brauchen wir jemanden. Guck mal, wenn wir diese Zeit jetzt in, ich sag mal zum Beispiel, Videoschnitt investieren, dann ist es so, dass wir 2-3 Stunden unseres Tages nur mit Videoschnitt uns darum kümmern. Wen können wir finden, der daran Spaß hat, der ins Team passt und der einfach daran aufgeht, sowas zu machen, der eine Chance wittert und der sagt, hey, ich hab da Bock drauf und ich will das machen. So, wir haben mehr Zeit, jemand anderes hat einen Job, wo er dankbar und happy für ist, macht etwas, was ihm Spaß macht und ist in einem Team. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Annika, Ralf, Jane oder ich, wir schlechte Chefs sind, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, wir sind ganz gute Menschen, so mit dem, was wir zumindest tun. Und da glaube ich halt eben einfach, da 3 Stunden zu gewinnen, sodass du was anderes in deinem Unternehmen machen kannst, ist halt unglaublich hilfreich. Der letzte Punkt ist, ab wann kannst du dir leisten, Angestellte zu bezahlen? Fakt ist, wenn Angestellte dir Zeit schenken, dann ist das eine Win-Situation für dich. Ganz einfach. Weil in der Zeit, wo jemand dir Zeit schenkt, weil er etwas tut, was du eigentlich hättest tun sollen, dann ist es so, dass du mehr Zeit hast, um am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Du solltest natürlich im Unternehmen arbeiten, am Anfang, gar keine Frage, aber irgendwann wirst du dich rausziehen müssen und an der Unternehmung zu arbeiten, an Kooperationen zu arbeiten, an Dingen zu arbeiten, die dann innerhalb der Firma abgefertigt werden. So, und das ist halt ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Und der funktioniert nur dann, wie ich es dir gerade gesagt habe, wenn die Auftragslage es zulässt. Und du musst natürlich auch die Kalkulation machen. Sagen wir mal, jemand verdient im Jahr, ich weiß es nicht, 40.000 Euro, 30.000 Euro, je nachdem. Dann musst du natürlich auch wissen, okay, das sind Kosten, die ich im Jahr habe. Vor allem in Deutschland, da gibt es Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so weiter und so weiter. Du musst das einfach sehr gut kalkulieren. So. Ich will dir sagen, am Anfang steckst du erstmal den ganzen Hustle rein, du machst alles, du drehst an jeder Schraube und machst und tust,
Aber in der Sekunde, wo es etwas gibt, was du nicht gerne machst und du jemanden findest, der das gerne macht, dann gib es ihm ab, zahl ihm den Betrag, den er bezahlt werden muss und du gewinnst Zeit, sodass du am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten kannst. Und ja, du wirst sehen, unser Team wächst tatsächlich jeden Monat gefühlt momentan, weil wir unglaublich stolz darauf sind und weil wir unglaublich viel zu tun haben. Und ich bin gespannt, wie du das Ganze handelst, vielleicht in deinem Unternehmen. Und du kannst auf jeden Fall dich auf eine tolle Zukunft drauf freuen, wenn du gerade am Wachsen bist und einfach die ersten Menschen hast, die mit dir gemeinsam an deinem Projekt arbeiten. Eine unglaublich spannende Zeit. Ich freue mich auf dein Feedback unten in die Kommentare rein. Wenn du uns noch nicht folgst, wie gesagt, auf Instagram vorbeischauen, unbedingt auf Follow drücken und ansonsten bei YouTube einfach auf Subscribe und die Glocke anmachen. Und wir sehen uns im nächsten Video.